MakeCode ist eine visuelle Programmierumgebung, mit der unter anderem Programme für den Calliope Mini durch einfaches Klicken und Ziehen mit Blöcken entwickelt werden können. Unter der Adresse MakeCode Calliope CC ist die Programmierumgebung mit einem Browser erreichbar. Es wird also lediglich ein Computer mit Internetzugang benötigt. Für Tablets gibt es eine Calliope-App, mit der auch MakeCode verwendet werden kann. Schauen wir uns die Programmierumgebung einmal genauer an. Ganz links befindet sich der Simulator. Er zeigt quasi eine Vorschau des programmierten Algorithmus. Man kann ihn in den Vollbildmodus schalten oder ganz ausblenden. Rechts neben dem Simulator befinden sich die Blöcke zum Programmieren für Ereignisse, Anweisungen und Kontrollstrukturen. Sie sind in verschiedene Kategorien unterteilt und sind teilweise unter den Unterkategorien mehr zu finden. Rechts auf der Seite befindet sich der große Bereich zum Programmieren. Die Blöcke werden durch Klicken und Ziehen aus den Kategorien zu einzelnen Skripts zusammengesetzt. Möchte man einen Block wieder entfernen, so zieht man ihn zurück auf die Kategorien und lässt ihn dort fallen. Auf welche Kategorie man ihn dabei fallen lässt, ist egal. Der gesamte Kategoriebereich wird zum Papierkorb. Möchte man das Programm auf den Calliope Mini übertragen, muss es zunächst heruntergeladen werden. Am unteren Rand befindet sich der Button dazu. Der Browser lädt dann beim ersten Mal eine Datei mit dem Namen Mini ohne Titel Hex herunter, beim nächsten Mal eine Mini ohne Titel 1 Hex und so weiter. Die letzte Version des Programms ist also immer die Datei mit der höchsten Zahl im Namen. Um den Überblick zu behalten, lohnt es sich, im Textfeld rechts neben dem Button das Programm mit einem passenden Titel zu versehen. Dieser wird dann im Dateinamen mit übernommen. Anschließend wird der Calliope Mini mit einem USB-Kabel an den Computer, auf dem er programmiert wird, angeschlossen. Er erscheint nach kurzer Zeit als Wechseldatenträger mit der Bezeichnung Mini, also wie ein USB-Stick. Darauf vorhanden ist eine Datei, mit der die Calliope-Website aufgerufen werden kann, und eine Textdatei mit technischen Infos. Die heruntergeladene Hex-Datei muss jetzt nur noch auf den Calliope kopiert werden. Er erkennt, dass es sich um ein Programm handelt, das er ausführen kann, und programmiert sich damit neu. Man sieht davon lediglich, dass die gelbe LED auf dem Calliope schnell blinkt und ein Fortschrittsbalken für den Kopiervorgang angezeigt wird. Nach erfolgreicher Programmierung verschwindet das Laufwerk vom Calliope und erscheint automatisch neu. Hat alles geklappt, führt der Calliope nun genau das gleiche Programm aus, das man im Simulator sehen konnte. Ein Tipp: Es ist besser, die Hex-Datei nicht direkt auf dem Calliope herunterzuladen, was problemlos möglich wäre. Man kann die Datei so später wieder in MakeCode hochladen und erhält dann sämtliche Blöcke wieder rekonstruiert. Denn sobald der Calliope neu programmiert wurde, löscht er sämtliche Hex-Dateien aus seinem Speicher als Wechseldatenträger. Um den Calliope Mini mit dem neuen Programm nun zu nutzen, muss man nicht ständig an einem eingeschalteten Rechner sitzen. Die Stromversorgung ist nicht nur über den USB-Anschluss, sondern mit der mitgelieferten Batteriebox auch über den Anschluss rechts unten möglich.